Und vielleicht, wenn wir gerade da sind, vielleicht ein bisschen Munition. Mir geht nicht die Munition aus. Und ich habe ein Level Up. Machen wir vielleicht erstmal das Level Up. Level Up. Und ich will ja das aufrüsten können. Also müssten wir hier Schmied, Rüstmeister. Genau. So. Dann Rüstmeister und dann können wir nicht die Bleifassade für unseren. Steht da eine. Kampfausrüstung, Powerrüstung bauen, wodurch wir dann wieder rum später ein bisschen mehr aushalten können. Begräbnis mit geschlossenem Saal. Irgendwo ist da noch was. Oder habe ich noch was? Teil von der Quest da. Kurz. Keine Gnade, nein, nehmen Sie Sunshine Tiding Corporation. Kooperative. Ein letztes Tester. Für die Freiheit. Sprich mit Preston. Aus der Ferne begib dich zur Finch Farm. Das große Graben. Zwischen dich mit Bobby. Finde Wirtschaft im leuchtenden Meer. Weg zur Freiheit. Sonstiges. Finde technische Dokumente. Okay. Dann holen wir uns erstmal hier. Frage ist jetzt, wo genau eine Rüstung wieder geparkt ist. Die habe ich mir jetzt irgendwie. Ja, und vor allem, nee. Bevor wir die Rüstung holen. Das ist die falsche Ecke. Gibt zwar schon eine Aussicht, aber das ist die falsche Ecke. Ich will jetzt zu einem Rüstungstypen. Also. Der war doch hier vorne irgendwo. Also, der war genau da, auch wo ich meine Rüstung kriege. Die Frage ist, wo kriege ich meine Rüstung? Die Pritwin ist ein grandioses Schiff und wir können uns glücklich schätzen, sie zu haben. Da muss ich eins hoch. Da bin ich hier. Da geht's raus. Da geht's runter. Nee, da muss ich doch da hoch. Kannst du mal. Danke. Okay, nochmal nach oben. Also es wäre schön, wenn ich hier einen richtigen Wegplan hätte. Wo war jetzt nochmal die Powerrüstung? Ah genau, die war vorne, am vorderen Teil des Decks. Genau, hier ist meine Powerrüstung. Wenn du dir keine Kugel einfangen willst, solltest du einem Gunner nie den Rücken zudrehen. So, einmal einen Fusionskern reinstecken. Nein. Und rein da. Das nenne ich. Zwei in den Kopf und tot bleibt der Tropf. Gute Faustregel. Was führt dich heute mit dir? Hast du was Ungewöhnliches? Hast du was Außergewöhnliches? Außergewöhnliches. Ich habe da ein paar spezielle Mods, an denen ich gerade arbeite. Das ist eine Art Hobby, mit dem ich mir die Zeit vertreibe. Sind echt starke Dinger. Schraub dir ein paar davon an deine Waffen und du wirst aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen. Lass mich sehen, was du hast. Gerade sind ein paar erstklassige Waffen reingekommen. Mir geht es jetzt eigentlich eher mal um Munition. Okay, und Fusionszellen. So, gucken wir mal, dass wir genug Munition kriegen. Das können wir wegwerfen.
Okay. Und annehmen. Gut. Gucken wir gerade kurz, was du noch für nette Waffen hast. Okay. Die letzte Person, die einen Befehl von Captain Kells nicht befolgt hat, durfte Rost vom Rumpf der Pridwin abschaben. Von außen. Während des Flugs. Wenn dumm und hässlich ein Kind hätten, wäre es ein Supermutant. Ah, hier sind die anderen, okay. Ritter, hast du vielleicht technische Dokumente? Oder möchtest du einer Forschungspatrouille helfen? Ich habe Dokumente. Ich habe technische Dokumente für dich. Das sind keine technischen Dokumente. Ich habe keine Zeit für Spielchen, Soldat. Komm wieder, wenn du deine Pflichten ernster nimmst. Okay, okay, okay. Dann halt nicht. So, wo geht's zu meinem Birdie? Da lang. Dieses Gestell macht mich wahnsinnig. Ich suchte es an drei Stellen. Aber jetzt finde ich mich langsam auch in dem Teil da zurecht. Dann gehen wir jetzt Supermutanten jagen. Yeah! Gehört, du hast einen neuen Auftrag. Ja, Forschungspatrouille. Ha, der Einsatzgewerbe aufpassen. Toller Job. Besser als Wachdienst. Warum? Was hast du? Du machst keine Witze. Nach der nächsten Rotation geht's los. Ich lasse dir ein paar Supermutanten übrig. Denk an das K.O.-Kartenspiel. Kopf, Unterlagen und Körpermittel. Willkommen an Bord, Ritter. Alle Anzeigen stehen auf Grün. Wir sind bereit zum Start. Okay, vielleicht kann ich ja schon ein paar Supermutanten hier aus der Luft dann nachher eliminieren, was das Ganze natürlich ein bisschen leichter machen würde. Aber ich habe jetzt wenigstens meine Power-Ausrüstung. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Und im Prinzip habe ich die für lau bekommen. Düsenkrabben. Die Insel, oder? Ziel ausgemacht. Ich versuche es im Blickfeld zu halten. Oh, verdammt, ist der groß. Ich erledige lieber schon mal hier aus. Dann.
Okay, wir hätten. Primärziel ausgeschaltet. Seht nur, wie das Ding blutet. Ich werde eine Stelle suchen, um das Ding abzusetzen und dann zur Reparatur zurück zur Pridwin. Mein kleiner Freund und Helfer. Ich häng schon wieder irgendwo. Ich glaube, ich muss jetzt Teleskop wegmachen. Für die Bruderschaft! Von Supermutanten! Position halten! Okay, den haben wir erledigt. So, dann geht's ans Looten. Gute Arbeit. Lass nichts zurück. Hier liegt ziemlich viel Müll. Es könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Der Friedhof ist anscheinend nichts Interessantes. Mein Sohn, irgendwann wird das alles hier dir gehören. Oder auch nicht. Kronkorkenvorrat, ja, 19 Kronkorken.